Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bitwalker. Heute schauen wir uns mal im Battlefield 4 den Commander-Modus an, gespielt hier auf dem iPad Mini. Prinzipiell kann der Commander-Modus auch auf der Konsole gespielt werden, allerdings muss ich sagen, ist er steuerungstechnisch bei weitem nicht so toll wie auf einem Tablet. Die Commander-App könnt ihr euch gratis downloaden im iTunes Store oder ich weiß nicht, ob es für Android auch schon zur Verfügung steht, aber wenn ja, dann gibt es das da ebenfalls zum Runterladen. Die Commander-App selbst ermöglicht euch alles drum und dran, was ihr eben so braucht zum Gamen. Allerdings muss ich sagen, ist die Bedienung über das Battlelog einfach. Ihr könnt hier jetzt als Commander spielen. Das heißt, ihr sucht euch irgendeinen Server und linkt euch drauf oder ihr könntet den Serverbrowser starten, aber dieser Serverbrowser macht nichts anderes, wie dass er Battlelog startet. Und das Battlelog finde ich wesentlich einfacher, um Server zu suchen, auch um Server zu suchen, um zum Beispiel auf der Xbox One zu spielen. Denn wenn ihr im selben Netzwerk seid, könnt ihr Server auf dem Pad suchen und dann entsprechend joinen und die Xbox One joint dann automatisch rein. Wir suchen uns gleich hier was raus, ich habe schon ein bisschen die Filter laufen. Und da haben wir einen Server Conquest, Hardcore-Eroberung auf der Golmutbahn. Seht ihr hier die Teilnehmer, den Ping, also wenn ihr draufklickt, wird das auch immer aktualisiert. Und könnt dann hier rechts joinen, ob ihr als Commander oder eben den Server ganz normal beitreten wollt mit der Konsole. Da suchen wir irgendeinen Server, wo ein bisschen mehr los ist. Ich aktualisiere nochmal ganz kurz. Da nehmen wir Conquest-Eroberung, fehlerhafte Übertragung. Ja, hier gibt es keinen Commander-Slot, wie es ausschaut, weil sonst würde ich joinen können. Da ist nichts los. Hier mal nach Spieler sortieren. So, jetzt schaut es besser aus. 29 von 64 ist noch relativ wenig, aber was soll's. Die Frage ist eh, ob ich Glück habe und einen Server erwische, wo wirklich Leute drauf sind, also ob die Session dann länger läuft oder nicht. Ich joine einfach mal hier und klicke hier einfach auf Commander. Dann öffnet Battlelog den Commander-Fenster, also das Commander-Fenster, die Commander-App. Ihr seht schon, lädt hier und da geht es auch schon los. So zur Übersicht mal ganz einfach. Wir sehen hier die Spots, die einzunehmen sind. Jede Menge. Oben im Menü, in der Mitte des Bildschirms, sehen wir, wie viele Tickets wir noch haben. Die Runde ist eh bald vorbei. Also wird wahrscheinlich gerade noch reichen, um das Ganze zu erklären. Hier den einzelnen Spots noch einmal, den Punktestand, wo wir eben sehen, wer wie viele Punkte hat. Und das Menü, da kann man ein paar Kleinigkeiten einstellen. Das könnt ihr euch dann einschalten, also nichts Besonderes. Rechter Hand sehen wir die einzelnen Squads, Alpha, Bravo, Charlie, Delta mit den jeweiligen Squad-Mitgliedern. Linker Hand die Möglichkeiten, die ich als Commander habe. Ich habe hier die Drohne. Mit der Drohne, die brauche ich nur nehmen und irgendwo hinziehen. Mit der Drohne wird ein Sektor gescannt und feindliche Einheiten werden angezeigt. Die EMP-Drohne ist genau das Gegenteil, die sperrt diesen Bereich, also sprich der feindliche Commander kann jetzt nicht sehen, was sich hier abspielt. Der Evakuierungsbefehl, der hier ist, den kann ich auch irgendwo hinsetzen, der sagt meinen Teammitgliedern, haut von dort ab, weil irgendwas wird da passieren, die Tomahawk-Missile, Gunship oder sonst irgendwas. Mit diesem Symbol kann ich das Hauptziel taggen, also meine Teamkollegen sehen dann das Hauptziel, das feindliche Hauptziel auf der Karte. Mit dem Proxy-Angriff kann ich den feindlichen Commander für 15 Sekunden lahmlegen. Das ist immer so eine taktische Sache, wann setze ich das ein, wann mache ich das. Da braucht man ein bisschen Gefühl und muss ein bisschen Erfahrung haben, um das zur richtigen Zeit zu timen. Hier erkennt ihr übrigens, welche der Spots eingenommen werden müssen, um eben diese Fähigkeiten zu bekommen. Hier haben wir zum Beispiel das Gunship, das kann ich jetzt nehmen und schicke ich einfach mal daher. Das heißt, das Gunship kommt, die Spieler können joinen und das Gunship kreist eben um diesen Punkt weitläufig hin und her und die Besatzung des Gunships kann dann mit den Bordkanonen runterschießen und entsprechend die Gegner eliminieren. Das ist mein Perkfeld, was sich hier rauf arbeitet. Das hat nämlich damit zu tun, ob die Squad-Mitglieder oder ob die Squads meine Befehle befolgen und entsprechend gut arbeiten. Mit diesem Symbol hier kann ich das Squad befördern, sprich deren Perkbaum wird auch hinaufgeschoben, geht ein bisschen schneller voran. Das ist eine Versorgungskiste. Die Versorgungskiste unterstützt natürlich die Squads, die Teammember mit Munition, aber sie können dort auch die Klasse wechseln.
Das ist der schnelle Einstieg. Mit diesem ermögliche ich den Teammitgliedern schneller bei ihrem Squad-Leader zu joinen. Und das hier ist ein Fahrzeugabwurf, da bekommen sie ein Quad, mit dem sie sich fortbewegen können. Dieser Bereich hier ändert sich je nach Spielmodus und Map. Hier haben wir zum Beispiel einen Fahrzeugscan. Mit diesem kann ich nach Fahrzeugen auf der ganzen Map scannen. Hier kann ich Infanterie scannen. Ich brauche so ein Symbol nur nehmen und hier einfach irgendwo hinschieben. Ihr seht diesen Balken, der fährt drüber und alles, was Infanterie ist, wird markiert. Und das hier ist das Gunship. Es gibt auch andere Sachen noch, zum Beispiel die Tomahawk-Rakete. Je nach Map, je nach Karte, je nach Modus ist das hier verschieden. Am meisten geht natürlich bei Eroberungsmodi, bei Rush ist eher schwach. Ihr seht übrigens, da ist gerade von meinem Gunship einer rausgesprungen. Da seht ihr seine Runden. Ja, jetzt versuchen wir noch die letzten Tickets hier ein bisschen zu spielen. Also ich zoome rein. Wichtig sind jetzt Alpha, Bravo und Foxtrot. Foxtrot ist ganz das Wichtige. Das heißt, ich kann auch den Squads Befehle geben. Ich klicke hier ein Squad an und ziehe einfach das auf den Punkt und der bekommt den Befehl. Squad Leader, kümmere dich um Foxtrot. Übrigens kommunizieren wir als Commander immer nur mit dem Squad Leader. Ihr seht, der Befehl hat er bekommen, die Linie ist gestrichelt. Wenn er jetzt den Befehl weitergibt an sein Squad, dann würde dieser Strich voll werden. Das heißt, er hat verstanden und gibt diesen Befehl weiter an seine Teammitglieder. Ja, wenn er das nicht macht, dann eben nicht. So, auch den will ich aber zu Foxtrot schicken. Dann haben wir noch einmal gesagt, Bravo kann ich einmal auslösen und Alpha kann ich auslösen. So, übrigens hier seht ihr, Squad Bravo hat meinen Befehl angenommen. Der Strich ist durchgehend. Ihr habt auch jetzt gehört, ja, Sir. So, dann schicke ich Squad Charlie zu Bravo. Bravo ist nötig, um den Infanteriescan zu haben. Mein Luftschlag ist bereit. Jetzt mal schauen, wo die Feinde herumtorkeln. Da ist nicht viel los. Da rührt sich was. Da kommt jetzt zack, das Gunship in die Richtung. So, für meine Kollegen kann ich jetzt hier entsprechende Perks bzw. entsprechende Beförderungen geben. Den gebe ich eine Beförderung, weil er meinen Befehl befolgt hat. So, dieses Squad Delta, das ist eh der. Man kann das Squad auch hier auswählen. Man sieht es eben, dass es das Squad Lead ist aufgrund des kleinen Kästchens hier rundherum. So, schicke wieder raus den Bodenscan. Werde jetzt einmal den feindlichen Commander hier ein bisschen blocken, dass er nichts sieht. Selber schaue ich aber noch, was da so ist. Ja, jede Menge Fußvolk bekommen natürlich hier jetzt jede Menge Unterstützungsboni, weil meine Squads eben diese Sachen genutzt haben. So, da gibt es wieder eine Beförderung. Das bringt nämlich mir auch alles Punkte und denen auch. So, was macht er jetzt eigentlich da? Der sollte mal da angreifen. So, feindliche Drohne ist hier gerade unterwegs, sehe ich. Die rote Drohne ist die feindliche natürlich. Kann ich mit der EMP-Drohne natürlich dann auch sperren, dass er nichts sieht. So, Burschen, jetzt übernimmt er mal Alpha da drüben, aber Bravo wäre mir fast wichtiger. Foxtrot ist das Allerwichtigste, das Gunship. Natürlich dauert es eine Zeit, ihr seht es hier in diesem Balken, wenn ihr einen Punkt übernommen habt und dann was rausgeschickt habt, dauert es eine Weilchen, bis es wieder nachgeladen ist, dass man es wieder hernehmen kann. Also man kann nicht permanent das Gunship rausschicken, sondern es dauert einfach seine Zeit, bis es wieder respawnt und ihr es entsprechend verwenden könnt. So, jetzt sage ich mir so mal zu Bravo gehen. Oh, jetzt haben sie ihn abgeschossen. Nö, der Squad Leader ist noch da, da ist nur der Heli abgeschossen worden, der ist noch rausgesprungen. Kriegt er gleich eine Beförderung, weil er so brav ist. Ja, so geht es einfach dahin. Wie gesagt, wichtig ist einmal, dass man herausfindet, wann mache ich was, wann setze ich EMP ein, wann macht das Sinn. Das muss ich schauen. Ich habe hier wieder ein Gunship da. Noch 57 Tickets. Vielleicht kann ich das was rausholen. Schauen wir mal, ob mit Charlie was los ist. Hier ist auch nichts los. Ah doch, hier rührt sich was. Gunship genau daher. Zack, und los geht's. Das Squad befördere ich wieder. Das Gunship kommt, sprich, die Leute können auch dann dort joinen. Sie haben eine Feind, die EMP-Drohne rausschicken, dass der feindliche Commander nicht sieht, was hier los ist. Selber schaue ich aber nochmal nach. So, hier jede Menge sieht man. Da ist ein Geschütz bemannt. Ein Geschütz bemannt von den Feinden und eben zweimal Infanterie. Aber mein Gunship kreist hier schon, ihr seht es hier. Und die Leute können entsprechend joinen und dann dort in die Gegend hinfeuern. So, Alpha wird zurückerobert. Müssen wir mal schauen, was da los ist.
online. Benachrichtigen Sie uns, wenn Sie nach Fahrzeugen suchen wollen. So, er macht gar nichts. Was macht er eigentlich? Nur snipen wahrscheinlich. Es hockt nur rum. Der kriegt natürlich keine Beförderung von mir. Das finde ich kein Teamplay, wenn da nicht Unterstützung herrscht. So, Echo. Ja, ist im Prinzip kein wichtiger Punkt. Braucht man nicht unbedingt. Ja, das ist auch schon vorbei. Den Feind haben wir niedergerungen. Ich denke, für eine schnelle Einführung ist es ausreichend, dass ihr mal ganz grob seht, wie das Ganze funktioniert. Das macht gelegentlich wirklich Spaß. Das Tolle ist, ihr könnt mit dem iPad oder mit dem entsprechenden Tablet, mit dem ihr spielt, wirklich von unterwegs spielen. Also wenn ihr zum Beispiel beim Arzt sitzt, so wie ich es schon gehabt habe, könnt ihr mal locker eine Runde Battlefield zocken. Bekommt die Punkte auch alle komplett gut geschrieben auf euer Battlefield-Konto, auf euer Battle-Log-Konto. Also es ist kein Unterschied, ob ihr jetzt online auf der Xbox One spielt oder eben hier auf dem Pad. Spielt keine Rolle, die Punkte kassiert ihr genauso ab. Ja, das war es jetzt mal hier. Ein schneller Blick auf den Commander-Modus am iPad. Würde mich freuen, wenn euch das gefällt, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst und ein bisschen Kommentare schreibt. Und wenn euch dieses Gameplay gefällt, kann ich ja des Öfteren wieder mal auf dem Pad den Commander spielen. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.